Das Tour de Suisse TV Magazin wird Ihnen präsentiert von Würth und den weiteren Sponsoren Cornercard und Flyer. Einen wunderschönen guten Tag aus dem Bären zu Dürrenrot. Ja, Dürrenrot, das ist ein Fleckchen aus dem Land, wo der Fuchs am Hasen noch gute Nacht sagt. Und genau viele von solchen Ortschaften müssen auch die 154 professionellen Velofahrer an dieser Tour de Suisse tagtäglich abstrampeln. Und was das diese Fahrer alles erwartet in dieser sechsten Etappe, die jetzt gleich kommt, das erzählt uns der Beat Breu im Forecast. Die sechste Etappe von Doppelauf. Malbun, da ist nichts mehr für die Sprinter. Und da geht es jetzt am Schluss nur noch steil und schwer bergauf. Und der Cunego, der da mit seiner Mannschaft alle Felder macht, da hilft ihm niemand mehr. Aber ich glaube, in der Form, wo er ist, wird er kein Problem haben. Und seine Mannschaft ist auch genug stark. Und jetzt habe ich noch etwas wegen Alex Zülle. Ja, jawohl, das Auto nicht mitgenommen auf Lugano, weil mir da niemand gesagt hat. Aber er hat heute Morgen ganz schlecht ausgesehen, weil er hat nämlich das Hotel nicht gefunden und ist erst gekommen, wo wir schon zu Nacht essen waren. Der Beat Breu? Ich verneige mich von... Au! Au! Jetzt musst du aber zum Doktor, jetzt ist nicht mehr gut. Such einen Doktor. Herr Doktor! Sind Sie der Doktor? Ja, was macht das? Der Beat hat mir irgendwie das Ding ins Gesicht geknallt. Kannst du mir... Ist das passiert? Ja, weißt du, beim Forecast ist mir der Speaker irgendwie... Ich weiß auch nicht genau, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Okay. Gut. Schau da überall. Gut. Dann machen wir mal ein Pflaster drauf. Wir müssen schauen, ob er es nähen muss, aber es sieht nicht so aus. Ich glaube, ich muss so den Intermedic hinlegen. Ja. So machen wir das. Dann hol dir schnell was zu kleben raus. Ja. Ja. Und so machst du dich hin, setzen oder legen. Geht das mit dem Kreislauf? Ja, ich sitze da und ich glaube, am besten. So, ich gehe mal hier rum. Ja. Gedächtnisverlust, kann man das auch mit einem Pflaster wieder gut machen? Das geht nicht mit einem Pflaster, da müssen wir Spritze geben. Mach es doch. Wie sieht es aus? Ich muss schauen, ich mache die jetzt sauber, dann sieht man, ob es oberflächlich ist oder nicht. Und wenn es oberflächlich ist, dann können wir was drauflegen. Und wenn nicht, dann müssen wir es. Brennt jetzt ein bisschen. Ja. Wie sieht es aus, Herr Doktor? Was ist die Diagnose? Das ist eine ordentliche Schürfwunde da. Die geht ziemlich tief, aber nicht alle Hautschichten. Ah, oh, das ist Gott. Ein Hydrofilmpflaster drauf und da geht ein bisschen groß, aber das schneidet man nachher noch zurecht. Ah, okay. Ja. Ah, perfekt, ne? Schon viel besser. Ja, das glaube ich auch. Hm? Danke vielmals, okay, Tetanus, bist du geimpft, ja? Ja, bin ich alles geimpft. Alles klar. Alles auf der sicheren Seite. Freut mich, wenn du Kopfschmerzen kriegst, dann kommst du vorbei, ja? Ein bisschen Blut abputzen. Ja. Danke vielmals, Herr Doktor. Kein Problem. Und ja, während mein Face jetzt definitiv demoliert ist, wenn wir ein richtiges Face schauen, da ist ein weiteres Fahrerporträt in unserem Tour de Suisse Magazin. Viel Spass. Hi, my name is Tom Bona. I'm from Belgium. I live in Monaco right now. My age is 30 and I'm a professional cyclist. For us, it's one of the, I think for me, it's the third most important stage race of the season. We have Tour of Spain, Tour of France and then Tour of Swiss for me. It's the first step back in a real competition towards Tour de France. And yeah, it's a beautiful country, which I love. When I was amateur only, I think as a child, I already was cycling, but just for fun, you know, and then I got better in it, I got more serious, and then at a certain point, you know, you reach a point where it's an achievable goal, and then I wanted to become a professional. I mean, some people are good at some things, and we're just lucky I was good in cycling. It could have been something else, but it wasn't, it was cycling, so I'm good. I'm lucky I found my talent. I think a lot of people underestimate talent. I think it's also, it's not only the legs and the power you can, it's also the head and the mental strength you can use to prepare yourself and to harden yourself up. You need, especially as a kid, you need a really good parents because cycling is a sport where you have a lot of transfers going on and they have to bring you everywhere. If you don't have full support of the family, they sacrifice all their weekends and all the free days in the year to get you where you need to go. Without a family, it's impossible.
Everything is going okay, so I just hope my health stays good. Last year, I was the first year I had a really bad injury. I already had some setbacks, but that was a really bad one. I almost lost half a season. I lost half a season, and I'm still fighting to get back on the level. So I know now that health is the most important thing in a life, and especially as an athlete. Also vom Fahrer-Face wieder zu meinem Face, wo der Dr. Roland Kretsch in unglaublicher Manier wieder gepflegt hat. Spass beiseite, wir haben ja das Ganze ein bisschen gefegt. Ich glaube, wir können das wieder wegnehmen. Die Verletzung ist dank Ketchup und Thermoplast. Eine Wunderheilung. Ja, eine Wunderheilung. So ist das zustande gekommen. Ja, aber Roland, ich nehme an, so lustig geht es bei euch nicht immer zu und her. Nein, nicht unbedingt. Es gibt ab und zu schon Stürze, die man behandeln muss, weil Leute sich sehr, sehr schwer verletzen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn während dem Race wirklich etwas ganz Schlimmes passiert? Da sind ihr im Auto hinten drin oder wie reagieren die in dem Moment? Also da ruft Radio Tour Ship, dann wissen wir schon, irgendwo ist einer gestürzt und fahren sofort dahin, sind innerhalb von einigen Sekunden da. Machen bei einem Massensturz eine Triage, wer versorgt werden muss. Und bei einem Einzelsturz kümmern wir uns dann eben um den Patienten, der da am Boden liegt, sprich den Radfahrer. Und je nachdem, wie schlimm das ist, ja, wird er dort vor Ort verarztet, darf wieder weiterfahren oder wird aus dem Rennen genommen. Und das entscheidet schlussendlich ihr, ob ein Fahrer darf weitermachen oder ob vier Abend ist? Das entscheiden wir Rennärzte vor Ort. Danke vielmals, Roland, auch für die Wunderheilung bei mir. Wie die jetzt stand kam, ist übrigens, das zeigen wir noch ein bisschen später. Jetzt in der Zwischenzeit haben wir wieder einem Team Kamera in die Hand gedruckt. Und was da für unglaubliche Bilder rausgekommen sind, sehen wir jetzt im Backstage. You have to film the riders, not me. Yeah, for sure. You're the bus driver. Yeah, most important man. Hey? Good morning, Helge. What the fuck are you doing? Good morning. My name is Vicky. Oh, shaved. Thanks. No problem. What the fuck? Yeah. Hey, vergeet niet, vandaag is de Vaderkensdag. So, hi mom is oké, okay, maar... Hi dad. Oké. Okay. My bike. Yeah. I see it now. I'm taking the back of the bus. Yeah. Doctor, yeah. Can we ask one question? Yeah, what? How comes you have the same bike as the riders in the team? Oh, ah, okay. What's it? Team HTC ist das gewesen, in unserem Backstage-Bericht. Und damit geht nicht nur für die Velofahrer, sondern auch für unser Team ein richtig harter Tag zu Ende. Das Dürrenrot hat der angefangen und das Arnek geht jetzt auch für uns das Licht aus. Wir sind aber morgen wieder zurück mit neuesten Informationen und Beiträgen rund um die Tour de Suisse. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dann. Ade miteinander. Für Radsportfans ist das ideal und super gut. Jetzt würden wir gerne hören, wie der Kakadu Charlie Tour de Suisse sagt. Das bringt er sicher hin, oder? Ah, das bringt er nicht hin. Aber dafür macht er andere Sachen. Velofahrer für Leute. Sind ihr enttäuscht, dass es nicht ganz zum Sieg gelangt hat heute? Ja, es war hart. Ja. Vor allem, wir konnten noch lange mithalten, aber dann oben müssen abhängen. Keine Chance mehr gehabt. Guten Tag, ich komme hier von der Rennkontrolle. Die Lenker sind nicht erlaubt an der Tour de Suisse. Ja, ich habe es nur auf der Zusatzschlaufe noch das Velo genommen, ja. Das andere bin ich mit dem Rennvelo. Ausreden und Ausreden. Und dort bist du wahrscheinlich auch noch, oder? Genau. Ja, so richtig. Jetzt haben Sie das gesehen? Wie ist für Sie die Atmosphäre? Ich habe es nicht gesehen. Aber was er machen tut, ist auf Kommando Häufchen machen. Das würden wir gerne sehen. Ganz eine grosse Ehre, dass wir den Ferdi Kübler noch ganz kurz auf dem Weg Richtung Stadtgelände begrüßen dürfen. Ja. Herr Kübler?
Ja, es freut mich, euch zu sehen. Sie selber haben ja Tour de France gewonnen. Sie sind Tour de France gewonnen, ja. Giro Italia, Tour de Suisse, ein paar Mal. Komm mal. So. Er ist drin. Das ist ja ein richtiger Scheißvogel. Das Swiss TV Magazin wurde Ihnen präsentiert von Wirth und den weiteren Sponsoren Cornercard und Flyer.